Hey, Dennis Gore hier. Ja, herzlich willkommen zur Bitcoin Informant Show Nummer 29, heute am 9. Februar 2017. Und auch heute habe ich hier ein paar spannende Themen für euch mitgebracht. Der Preis relativ unverändert zu gestern, 1069 Euro, aber es gab da irgendwie ja einen kleinen Dip. Wenn du jetzt hier mal auf den Chart guckst, ja, wir hatten gestern auch einen ähnlichen Preis zum Morgen und der Preis ist extrem gefallen hier wie im Chart zu sehen und ist jetzt wieder auf die gleiche Höhe angestiegen. Ja, es liegt daran, laut diesem Artikel von investing.com, dass China die Bank wieder ja zu Geheimgesprächen eingeladen hat und das einfach auf den Bitcoin-Kurs gedrückt hat und die Währung abgestürzt ist. Denn Vertreter der People's Bank of China trafen sich laut Meldungen vom Bloomberg am Mittwoch mit den Betreibern von Bitcoin-Börsen und der Bericht verstärkt einfach die Besorgnis darüber, dass die People's Bank of China die Regulierung von Digitalwährungen weiter ausweiten könnte und Bloomberg-Quellen legen nahe, dass unter anderem Geldwäsche zu den diskutierten Themen gehört hatte und anscheinend hat das sich wirklich ja, laut diesem Artikel extrem auf den Kurs ausgewirkt. Kurzfristig, aber jetzt stehen wir wieder bei 1069 Dollar, also relativ genau da, wo wir gestern um die Uhrzeit auch standen. So, dann haben wir einen interessanteren Artikel hier wieder vom BTC Echo, mögliche Auswirkungen des Winklevoss ETF auf den Bitcoin-Kurs. Ja. Erstmal kurze Klärung zur Begrifflichkeit, ein ETF, ich gehe nochmal kurz auf die Seite hier, was sind ETFs? Ein ETF steht für Exchange Traded Funds, das ist ein börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Indexes wie beispielsweise dem DAX abbildet und im Kern vereinen ETFs die Vorteile von Aktien und Fonds in einem Produkt und ein ETF ermöglicht dir mit einem Wertpapier kostengünstig in ganze Märkte zu investieren und die Winklevoss wollen das halt ja, mit Bitcoin machen, denn die haben hier, Entschuldigung, die haben jetzt nach knapp 4 Jahren Wartezeit die Deadline, die jetzt am 11. März näher rückt, denn da gibt es auch noch ein kleines Problem, denn die Finanzaufsichtsbehörde, die Börsenaufsichtsbehörde, die US Securities and Exchange Commission, die muss das finale Ja oder Nein geben und sollte es ein Ja kommen, kann das natürlich einen enormen Preisanstieg für Bitcoin nach sich ziehen, aber in einem Gespräch mit Wall Street Journal sagte Tada Bobby Cho, dass der Markt auf eine solche Schwemme von Investoren ja, wie gesagt, stark reagieren könnte und ein Analyst, Spencer Bogart, prophezeite bereits zuvor, dass ein ETF von rund 300 Millionen US-Dollar frisches Kapital in das Bitcoin-System spülen würde und es würde sich spürbar merkbar machen, denn diese 300 Millionen Dollar, das ist 10-mal größer als das tägliche Handelsvolumen. Aber er sagt auch, dass die Chancen auf einen Erfolg, dass die SEC hier sagt, gerade mal bei 25% liegen und er sieht nur wenig Hoffnung auf ein Go. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, die Erfinder des Fonds haben natürlich ihren bullischen Ton in den vergangenen Wochen noch einmal verstärkt. Im Dezember beschrieben sie Bitcoin als das potenziell größte soziale Netzwerk zur Transaktion von Geldmitteln, was es locker mit Gold aufnehmen kann oder gar schlägt. Also ganz, ganz spannende Entwicklung. Im Anfang März müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, wie sich das hier weiter auswirkt. Ich gehe davon aus, ob es jetzt passiert oder nicht, dass der Bitcoin-Preis so oder so weiter nach oben schnellt. Aber kommen wir zum dritten und letzten Thema von coinwelt.de. Starke Regulierung in den Philippinen für Bitcoin-Anbieter. Ja, immer mehr Banken und Länder wollen es regulieren. Und die Zentralbanken der Philippinen hat ein neues Dokument zur Regulierung von Bitcoin-Anbietern veröffentlicht. Die kommt aber nicht so überraschend, denn die Bank, Banco Central der Philippinas, hat bereits gesagt, dass sie Bitcoin stärker regulieren wolle, ja, indem man diese Unternehmen als Form eines Überweisungsdienstes qualifizierte. Das Dokument wurde bereits am 16. Januar unterzeichnet, aber erst gestern veröffentlicht. In ihm heißt es, dass Firmen, die eine Vermittlung von Währung anbieten, nun ein offizielles Zertifikat zur Registrierung benötigen. Die Anbieter müssen sich außerdem bei dem Sekretariat des Rates gegen Geldwäsche registrieren, wie es im Dokument heißt. Des Weiteren sollen die Bitcoin-Anbieter auch einer jährlichen Gebühr unterlegen. Die Höhe war aber noch nicht bekannt. Ja? Und ähnlich wie bei anderen Regulierern für andere Bereiche sind nun philippinische Anbieter dazu verpflichtet, jährlich und vierteljährlich Auskünfte an die Zentralbank zu geben. Wenn sie dies nicht tun, müssen sie mit hohen Strafen rechnen, die man an die Bank zahlen muss. Ja?
Und außerdem beinhaltet das Dokument noch Sicherheitshinweise, denen die Anbieter in den Philippinen folgen müssen. Kryptowährungsanbieter, die einen Wallet-Service zur Speicherung und Übertragung von Kryptowährungen anbieten, müssen einem effektiveren Cybersicherheitsprogramm, welches die Sicherheit der Speicherung und Übertragung garantiert, folgen. Also, wir sehen, die Regulierung geht weiter. Ich sag mal, das Thema Sicherheit ist immer eine spannende Sache. Das finde ich eigentlich ganz okay, dass man da guckt, dass die Bitcoins wirklich auch sicher sind vor Cyberkriminalität. Was die Regulierung angeht, ich persönlich weiß noch nicht, wie ich das Ganze beurteilen kann. Das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren wirklich sehen, wie sich das weiter auswirkt auf den Bitcoin-Kurs, auf die Community und auf die gesamte Bitcoin-Wirtschaftskreislauf. Aber es ist wie immer sehr, sehr spannendes Thema und es gibt wirklich hier jeden Tag was Neues zu berichten. Also, das war's von der heutigen Bitcoin-Informant-Show. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, hey, gib mir ein Like, gib mir einen Thumbs up. Markiere im Video hier, weil wenn es auf Facebook siehst, deine Freunde, wenn du glaubst, auch sie interessiert das Thema Bitcoin. Ich bedanke mich schon mal dafür. Sag wie immer, machet gut, schwenkt den Hut und in Bitcoin we trust.